Eine Wiese und drei alte Bauernhöfe unter Denkmalschutz. Damit beginnt die Geschichte des Neubaus der Familie Kohlmeier im niederbayerischen Amsham. Einfügen und zurücknehmen war eigentlich ein wichtiges Thema, weil wir von Anfang an wussten, gegenüber diesen drei mächtigen alten Rottaler Bauernhöfen können wir keine Baumasse entgegensetzen, die dieselbe Kraft hat. Und da ist dieses Beispiel da unten, dieser Schuppen, eigentlich unser Vorbild gewesen, an dem wir uns orientiert haben. Das ist ein kleiner Stadel. Wir haben die Proportionen übernommen, wir haben die Materialien übernommen und sozusagen zwei weitere Schuppen in diese Wiese gestellt, die zusammen einen Hof bilden und sich sozusagen in diese historisch gewachsene Umgebung einfügen. Was sich von außen zurückhaltend einfügt, entpuppt sich auch innen als ehrgeiziger Versuch, die Vorbilder ländlichen Bauens intelligent zu nutzen. Also diese Wand ist erstmal Raumteiler zwischen Wohnen und Küche-Essen. Der zweite Punkt war der, dass die Südverglasung im Winter die flache Sonne sehr tief in den Raum reinlässt. Und an der Stelle war dann für uns wichtig, dass eine massive, schwere Wand steht, die die Sonnenenergie auch speichern kann. Zusätzlich speichert der Lehm natürlich auch die Feuchtigkeit und trägt sozusagen zum positiven Raumklima hierin bei. Kein Wunder, dass bei Familie Kohlmeier die Heizung im Winter nur selten laufen muss, die natürlich ebenfalls die Dorftradition aufnimmt und mit Stückholz gespeist wird. Das Obergeschoss in Holzständerbauweise ist mit ca. 30 cm Schilfdämmung gedämmt, gehäckseltes Schilf, das eingeblasen wurde und nicht nur im Winter gut dämmt, sondern durch sein Gewicht auch im Sommer für den sommerlichen Wärmeschutz einen Beitrag liefert. Stefan Kohlmeier hat sich als Architekt und Bauherr zugleich mit seinem Eigenheim selbst verwirklichen können. So ist selbst jeder Blick im Haus und nach draußen gewissenhaft geplant. Was natürlich auch wichtig ist für mich als Architekt und für Bewohner des Hauses, natürlich die Qualität der Räume, die Ausblicke, die man von innen raus hat, die Durchblicke, die Großzügigkeiten, die man eigentlich mit einer relativ kleinen Bauform doch schaffen kann, wenn man das Gebäude in seiner kompletten Breite und Länge einfach irgendwo mal überblicken kann. Das Erdgeschoss ist eingegraben ins Erdreich und die Mauern dort mit 49 cm fast altmodisch dick. So baute man früher eben hier in der Gegend. Werte, die bewahrt werden sollen. Also ich glaube, dass das Haus eine klare Haltung vertritt. Also dass diese Vorbilder aus den Bauernhäusern ins Moderne zu übersetzen, das eigentlich bis in die Materialien durchhält und sozusagen, um den Begriff zu nennen, ehrlich ist und keine Lügen erzählt. Der Neubau inmitten der urbayerischen Tradition. Als ehrlicher Entwurf, alt und neu zu verbinden, beeindruckte auch die Jury. Wir kennen das ja. Weißer Kubus, abstrakt, viel Glas. Genau das wollte er nicht, sondern er wollte sich einfügen in diese Umgebung bis hin zur Verwendung ortstypischer Materialien. Das Haus wirkt sehr bescheiden, aber im Inneren entfaltet es seine räumliche Kraft und eine Kraft der Wohnlichkeit, die beispielhaft ist. Und so beweist dieses Haus aus Amsham in Niederbayern, wie modern ländliches Bauen auch heute noch sein kann.